Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Powertip. Ja, und da sind wir wieder mit der 5 Euro Überraschungsshow. Es geht wieder so richtig schön los, liebe Zuschauer. Tolle Produkte. Und diese Produkte bekommen Sie hier in dieser Show für sensationelle 5 Euro. Ist manchmal unfassbar, oder? Produkte, die normalerweise so viel mehr kosten, werden runter reduziert. Exklusiv für Sie jetzt auf 5 Euro. Deshalb ganz schnell in die Leitung gehen, anrufen und bestellen, solange wir dann ein Kontingent haben. Ja? Also eine ganz, ganz schnelle Nummer muss das werden bei Ihnen zu Hause. Ralf ist bei mir. Ja, man darf die Produkte sogar bis zu 5-mal bestellen. Ja, wenn wir nichts anderes sagen. Es könnte auch Ausnahmen geben. Also Ausnahmeprodukte darf man nur einmal bestellen. Das werden wir aber noch mal extra erwähnen. Es sind auf jeden Fall tolle Produkte, die nur für diese Sendung jetzt auf 5 Euro runter reduziert wurden, die vorher und auch hinterher wesentlich mehr kosten. Ich würde sagen, wir warten noch gar nicht lang. Wir holen uns das erste Produkt, indem wir uns auf unseren Buzzer drücken. Und da ist Diana und bringt es uns. Und wir haben etwas Schweres. Etwas so, richtig. Schau mal. Schweres, was ist das? Eine Pumpe, würde ich sagen. Das ist eine ganz stabile und schwere Fußluftpumpe mit Stahlzylinder und Manometer bis 9 Bar mit einem Adapterset. Und hier, die ist für viele Gelegenheiten. PKW, Fahrradreifen sind ruckzuck wieder fix, voll aufgepumpt, mühelos per Fußtritt. Das ist ja wichtig. Also gerade Auto oder Fahrräder, kannst so eine Handpumpe, da. Also ich breche mir fast die Arme, wenn ich das mache. Mhm. Aber hier jetzt einfach anlegen mit Adapterstücken, also mit Sicherheit auch für Ihr Fahrrad genau das Richtige. Schubkarrenreifen, Luftmatratzen, Bälle und vieles mehr, und egal was man da aufpumpen möchte. Und das ist Markenqualität von AGT. Und hier kannst du wunderbar alles dann mit aufpumpen. Und hier sehen wir mal den Hydraulikzylinder. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, hier haben wir eine gute Kraftübertragung. Das heißt, auch mit dem Fuß wirst du dich nicht überanstrengen. Sicheren Stand haben wir durch die 4 Füße. Das sehe ich schon mal hier. Was kostet sowas denn normal? Also mit Sicherheit nicht 5 Euro. Na, das ist wesentlich teurer. Vor allem, weil wir hier diese tolle Verarbeitung haben. Du hast es gesagt, du hast hier die Trittfläche, wo du dann mit dem Fuß hier oben natürlich drauf trittst, um zu pumpen. Pumpen mit diesem Konturblech dann auch im oberen Teil. Genau, dann hast du hier diesen tollen Stand. Oben natürlich das Manometer da auch mit dementsprechend dabei. Vielleicht können wir das mal so drehen, dann können wir das nämlich auch sehen. Gerne. Guck mal da. Da sieht man das, glaube ich, sehr, sehr schön dann. Schauen Sie mal da, da kann man natürlich dann auch sehr schön sehen, welchen Druck man dann auch schon erreicht hat. Und das ist hier Markenqualität von AGT, die da zu Ihnen dann nach Hause kommt. Also perfekt für die zum Beispiel klasse Schubkarrenreifen. Bei uns zu Hause ist auch immer die Schubkarre. Der Reifen ist dann platt, wenn man die mal braucht. Oder auch gerade mit Fahrrädern. Da fährt man oftmals oder geht man auch irgendwie zu einem Fahrradhändler, wo draußen so Kompressoren frei zugänglich sind. Aber hiermit kannst du das locker alleine machen. Und ich denke, stets dabei ist es auch für PKW-Reifen. Ja, bis 9 Bar, steht also kann hier. Ich auch jedes Auto einfach mal zu Hause nachpumpen, wenn dann eben mal Luft fehlt. Also das ist eine klasse Sache. Hier sehen wir es auch, die Skalierung bis 9 Bar bzw. 130 PSI ist, glaube ich, die andere Einheit, was den Druck angibt. Ja, und dann mit dem Adapterset noch dabei, also dann kannst du wirklich alles aufpumpen. Genau, hier steht für das Doppelkopf. Ventil für alle gängigen Ventilarten. Presta, Schrader, Dunlop-Ventile, alles kann damit perfekt gepumpt werden. Ja, was will man mehr? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe schon mal drüber nachgedacht, so eine Fußpumpe also hier zu holen für Fahrräder, aber dann habe ich den Preis gesehen und die ich mir angeschaut habe, hat damals 30 oder 40 Euro gekostet. Und da habe ich gedacht, nee, also für das Geld, da bin ich zu geizig. Aber für 5 Euro, da kann ich ja überhaupt nichts falsch machen. Ich habe neulich die Nachbarn dabei beobachtet, wie die versucht haben, ein Kinderplanschbecken aufzupusten. Oh, mit dem Mund? Und das war auch eine Aktion. Ja, ja, die hatten keine Pumpe da und haben dann sich auch von anderen Nachbarn dann irgendwann eine kleine Pumpe geliehen. Und das war aber so eine, wo man so heben musste, aber nur so eine kleine. Und das hat ewig gedauert. Und da mussten die zwischendrin immer ein Päuschen machen. Und die haben dieses Planschbecken nicht aufgepumpt bekommen. Da habe ich auch gedacht, uiuiui, das geht doch eigentlich auch einfacher. Ja? Und hier jetzt für 5 Euro mal so eine ordentliche Pumpe. Die kannst du ja wunderbar einfach mit irgendwo in den Schrank legen, in die Garage rein. Und dann hast du ruckzuck das Ganze natürlich hier bereit. Das ist das Feststellen. Schau mal, hier ist die Entriegelung, also die habe ich jetzt gerade angeschaut. Das musst du nur eine halbe Umdrehung rummachen und jetzt hast du eben den ganzen Hebel hier. Schau mal, jetzt wird es nämlich richtig sichtbar und da, guck mal, hier allein, was da durch einen
durch den langen Hebel, was da bei einem Mal Luft rauskommt. Also da wirst du mit Sicherheit gut pumpen können. Also es geht sogar mit der Hand richtig locker. Ja, ja. Und man spürt es, glaube ich. Also das jetzt mit dem Fuß ist ein Kinderspiel. Ja? Und wenn ich fertig bin, wieder auf kleinstem Maß zusammen, hier einfach schauen, dass hier diese kleine Stellschraube wieder arretieren. Und jetzt ist es wieder drin. Und ich habe eben den Luftdruck auf meinen Reifen oder ich habe das Planschbecken oder den auch Kinderbälle. Weißt du, da tut man sich heutzutage auch richtig schwer, egal was es zum Aufblasen gibt. Das können Sie hiermit mit dieser Fußpumpe aufpumpen. Sehr stabil, Hydraulik, hier ein Stahlzylinder, Manometer ist dabei. Und das Ganze gibt es mit der Bestellnummer NX8657 und der 569. Ja, und wer es auch leid ist, die Fahrräder immer von Hand aufzupumpen, ich denke, das ist mal eine richtig tolle Alternative dazu. Ja, greifen Sie dazu. Sie dürfen sogar bis zu 5 Mal zugreifen. Wenn Sie jetzt sagen, oh, das ist auch was hier für meinen guten Kumpel, der braucht auch sowas, für den dann auch gleich mitbestellen. Bis zu 5 Mal dürfen Sie da bestellen. Und hier kommt schon das nächste Produkt. Die Produkte in unserer 5-Euro-Überraschungsshow können aus allen Bereichen sein. Das kann wirklich alles sein. Von Schmuck über Kinderspielzeug bis hin zu technischen Sachen. Oder hier aus dem Bereich Pflege. Tada! Da ist aber noch mehr drin. Ja. Also das ist schon, hier haben wir jetzt auf den ersten Blick natürlich einen Hornhautentferner. Und ich habe da neulich erst auch wieder im Fernsehen Werbung gesehen. Und so ein Hornhautentferner ist normalerweise sehr, sehr hochpreisig. Ja? Aber hier haben wir noch mehr dabei. Da ist doch ein Maniküre- und Pediküre-Aufsatz dabei. Und jetzt schau mal auf den Katalogpreis. Jetzt, wenn du jetzt auf pearl.de gehst oder aus dem Katalog bestellst, zahlst du 15,90 Euro, was meiner Meinung nach immer noch ein unglaublich günstiger Preis ist, aber jetzt eben und nur jetzt in der 5-Euro-Show bekommen Sie das für 5 Euro. Und das ist fantastisch. Schauen Sie mal, hier das gesamte Maniküre-Pediküre-Set mit dabei, mit den gesamten Aufsätzen, um auch die Nägel schön zu pflegen, um die richtig schön glänzend zu machen oder dann hier natürlich auch die Nägel mal schön zu kürzen. Alles komplett mit dabei. Die werden einfach, wenn man da was rausnimmt, hier zum Beispiel, um die Nägel schön shiny zu machen, um die schön glänzend zu machen, seitlich eingesteckt an dem Gerät. Und dann kann man hier die Nägel, auch mit Nagellack übrigens, meine Damen, kann man die hier richtig, richtig schön glänzend bekommen. Geht ganz wunderbar, schauen Sie mal. Dann glänzen die Nägel so richtig schön. Dann wird der Nagellack auch wieder so richtig schön glänzen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Schauen Sie. Dann sieht das wieder so richtig schön toll aus. Manchmal ist der Nagellack so ein bisschen stumpf, aber dann kriegt man es hier wieder richtig schön glänzend. Das ist natürlich fantastisch. Schauen Sie mal, wie schön das dann glänzt wieder. Ne, sieht fantastisch aus. Und natürlich hier dann der Aufsatz für die Hornhautentfernung. Da haben wir hier einmal den gröberen Aufsatz mit dabei. Und wir haben auch gleichzeitig hier den hellblauen. Das ist der feinere Aufsatz. Den haben wir mit dabei. Kann man ganz einfach wechseln, wenn man möchte. Einfach den einen Aufsatz runternehmen, den anderen Aufsatz draufstecken. Zack, hat man das fertig. Das Ganze auch schön kabellos. Das ist auch toll. Kann man überall machen zu Hause. Auf dem Sofa, auf der Couch zwischendurch. Einfach mit dem Gerät zwischendurch die Hornhaut entfernen an den Füßen. Wegen der Hornhaut noch einen tollen Kundenbeitrag von Ursula L. aus Gevelsberg. Sie gibt uns nämlich einen Tipp und sie schreibt, bevor man den Hornhautentferner einsetzt, sollte man vorher in ein warmes Bad nehmen, ja, damit die Hornhaut gut eingeweicht ist. Danach abtrocknen und dann den Hornhautentferner benutzen. Also, danke für diesen Tipp, liebe Ursula. Und Maniküre und Pediküre, ich glaube, das wisst ihr Frauen automatisch, wie man die einsetzt. Aber ich muss sagen, du hast mir auch schon mal die Fingernägel poliert mit diesem Maniküre-Set. Es ist einfach auch sehr angenehm, muss ich sagen. Ja. Hatte ich noch nie vorher. Aber jetzt schau noch mal auf den Katalogpreis. 15,90 Euro ja, für so ein Gerät. Und das ist immer noch ein günstiger Preis. Es gibt sowas auch in Drogeriemärkten. Ja. Da hängt es meistens so verschweißt in der Kassennähe für 30, 40 Euro. Ja, ja gibt es von einigen Herstellern. Die bieten das auch immer an. Ich sehe auch immer die Werbung im Fernsehen dann von denen. Und da ist es unglaublich teuer. Und wir haben das jetzt hier für 5 Euro in der 5-Euro-Überraschungsshow. Das ist so toll. Mit diesen Maniküre, Pediküre aufsetzen mit dabei. Greifen Sie dazu, das ist auch ein schönes Geschenk für den einen oder anderen. Du, und da muss ich sagen, das ist wieder mal so ein Produkt, wo ich einfach jetzt mal behaupte, das bekommst du nirgend anderswo für diesen Preis. Ja? Maniküre-Set, Pediküre-Set, Hornhautentferner mit 2 Aufsätzen und das für 5 Euro. Mit der Bestellnummer NX7375 und der 569 kommt zu Ihnen nach Hause, wenn Sie denn schnell genug sind. Es könnte auch, das ist auch schon öfter mal vorgekommen in der Sendung, dass während wir das Produkt
Produkt noch drin haben, ein roter Balken durchgeht und das heißt Sonderkontingent ausverkauft. Also da müssen Sie einfach schnell sein. Sie dürfen ja auch des Öfteren pro Tag anrufen. Also all Ihre Bestellungen werden den Tag durch gesammelt und Sie bezahlen maximal einmal pro Tag Porto bzw. Versand. Magst du? Ja, deshalb gleich mehrere Mal anrufen und sich das Produkt sichern. Ja, das hat man dann sicher. Was man hat, hat man. So ist hier die Devise, gerade in der 5-Euro-Überraschungsshow. Und da kommt schon das nächste Produkt. Oh, das ist ein batteriebetriebener Lötkolben mit Lötzinn. Das ist natürlich auch toll. Ein batteriebetriebener Lötkolben, Ralf. Du wirst lachen. Ich habe es neulich mit meinen Kollegen davon gehabt, von so einem Lötkolben. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie der aufgeht. Einfach runternehmen. Und ich habe gesagt, oh, stell dir mal vor, wir haben so einen batteriebetriebenen Lötkolben. Da hat der eine gesagt, ich möchte unbedingt einen, wenn ihr den wieder in der 5-Euro-Show habt. Weil, ich kann jetzt genau sagen, der ist Modellbauer. Der hat Flugzeuge und Autos. Und damit geht er raus in die Prärie. Und da werden die Autos mal gefahren, die Flugzeuge geflogen und Ähnliches. Und der baut die auch selber. Ne? Und dann gibt es immer mal, hat er gesagt, kleinere Reparaturen. Dann muss er normalerweise ja, ab in den Kofferraum und warten, bis er zu Hause ist, weil da der Lötkolben ist in der Werkstatt. Aber hiermit kann er jetzt einfach mal kleine Malheure, batteriebetrieben, hier löten. Lötzinn ist auch noch dabei, also ein Komplettset und du hast kein störendes Kabel und du bist unglaublich mobil. Also wirklich auch mal draußen in der Pampa kannst du löten damit. Oder natürlich auch bei dir als Hobbyheimwerker machst du es einfach in die Werkbank rein und wenn du mal eine Kleinigkeit löten willst, hier mit geht das batteriebetrieben. Der ist aufgewärmt in 15 Sekunden, steht hier auf meinem schlauen Zettel, und abgekühlt in 30 Sekunden. Und du hast hier einen Elektroniklötkolben, 8 Watt mit feiner Lötspitze. Die ist auch noch austauschbar, wenn man das Ganze möchte. Wird hier von 3 Batterien betrieben. Und hier dann natürlich mit diesem Lötzinn, der ist zusätzlich. Soll ich mal da hinkommen? Ja, ich will nur was drunter legen. Ich will jetzt mal drücken und den Lötzinn auf die Spitze machen. Das geht gar keine 15 Sekunden. Der ist jetzt schon weich. Guck mal. Ja, der dampft schon. Man sieht schon. Ich bin jetzt gerade drauf und jetzt fängt dann das Lötzinn an. Man sieht es sehr schön, das dampft schon hier. Guck mal, jetzt wird es flüssig. Also, das waren keine 15 Sekunden. Sehen Sie, jetzt könnte ich schon arbeiten. Guck mal, da geht schon ab. Da geht schon jetzt natürlich mit der Spitze. Aber guck mal, jetzt kann ich hier verlöten. Jetzt habe ich das Lötzinn dran. Das waren keine 15 Sekunden. Jetzt 30 Sekunden warten, dann ist es wieder abgekühlt. Jetzt müssen wir natürlich nachher das Lötzinn wieder von der Spitze wegmachen. Aber das geht ja problemlos. Aber dass das wirklich so schnell geht in dieser Hitze, das finde ich phänomenal. Das schaffst du ja teilweise nicht mit einem kabelgebundenen. Also 15 Sekunden ist eine Hammerzeit für einen batteriebetriebenen Lötkolben. Und gerade Modellbauer werden das jetzt zu schätzen wissen. Ich schaue mal auf den Normalpreis. Unverbindliche Preisempfehlung. 14,90 Euro für so einen batteriebetriebenen, also absolut kabellosen Lötkolben. Und ich finde, das ist schon ein realistischer Preis. Aber wir sind ja in der 5-Euro-Show. So, jetzt weiß ich, dass mit Sicherheit einige Modellbauer zuschauen, bestellen und am besten gleich für die Modellbaukollegen noch einen mit dazu. Weil auch hier dürfen wir, ich habe nichts anderes gehört, wir dürfen 5 bestellen, oder? Das ist natürlich ein guter Tipp, deshalb bestellen Sie da für die Kollegen gleich mit. Und hier steht auch noch zum Verzinnen und dauerhaften Verbinden von Kabeln und Steckern für kleine Lötreparaturen an Haushaltsgeräten oder für Schmuck-Bastelarbeiten mit Silberdraht. Das ist natürlich auch so, gleich bei Schmuckreparaturen, bei so Kleinigkeiten oder sowas mal, kann man das selbstverständlich machen. Also im Prinzip keine Einschränkungen. Du hast dieselbe Anwendungsmöglichkeiten wie bei einem großen Lötkolben, also bei einem kabelgebundenen, den ich eben nur zu Hause an der Steckdose verwenden kann. Und Sie sehen es hier nochmal. Da sehen wir natürlich auch sofort das Kontrolllicht, sobald ich drücke. Und nach 15 Sekunden, das haben wir gerade eben getestet, ist die Spitze heiß genug, um zu löten. Und ich denke, diese Wartezeit, wenn man das überhaupt so nennen kann, die kann man gerne mal in Kauf nehmen. Und jetzt habe ich eben einen mobilen Lötkolben, der mich gerade mal 5 Euro gekostet hat. Ich bin jetzt mal mutig. Ja, der ist schon komplett abgekühlt. Ja, also kein Problem. Können wir Schutzhülle wieder drauf machen. Jetzt ist er ganz gesichert. Lötzinn ist auch noch dabei. Machen wir auch gleich wieder hier in die Verpackung rein fürs nächste Mal, für die nächste Reparatur. Und dann ist es auch wirklich griffbereit. Das finde ich jetzt richtig toll für alle Heimwerker, für alle, die Modellbauer sind oder gerne mal zu Hause löten. Ich weiß, ein Onkel von mir hatte übrigens früher so eine große Eisenbahn. Und da ist er oftmals von unten, musste er an Lötstellen unten drunter klettern. Das war natürlich auch immer schlimm mit dem Verlängerungskabel. Hätte er sich mit dem auch gespart. Das ist natürlich viel flexibler, ne, wenn du hier sowas Kabelloses hast mit Batterie. Also clever und jetzt hier auch noch für 5 Euro, liebe Zuschauer. Greifen Sie dazu, wenn Sie sowas brauchen, wenn Sie schon länger gesagt haben, ach sowas
brauche ich einfach. Ach, hier kommt gerade auch ein Kundenbeitrag. Schau mal hier unten. Reparaturen an Loks. Das ist auch ein Modelleisenbahner. Ja, auch ein Hobby-Modelleisenbahn. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, da zugreifen, da braucht man sowas. Sie dürfen bis zu 5-mal bestellen. Also für die Freunde, für die Kollegen auch da direkt mitbestellen. NC 68 88 569. Die Bestellnummer für Sie, liebe Zuschauer. Und dann in die Leitung gehen und zugreifen. Und wir holen uns das nächste Produkt. Da ist er, der Buzzer, und da ist der Kuss von der Diana. Danke dir. Diana, und wir sind bei... Wir haben einen Mini-Klebefilm-Abroller im modernen Industriedesign. Jetzt, wir hatten den vor vielen, vielen Wochen schon mal. Und ich bin ein absoluter Fan davon. Ich sag dir jetzt eins, warum. Weil ich bin so einer, ich glaube, das sind wir die meisten Männer, die sich beim Geschenke verpacken die Finger brechen. Und vor allem, ja, und vor allem, wenn ich nicht so eine... Oh, schau jetzt mal. Haben wir noch Preisalarm. Für 2 Euro, schau dir das an, 2 Euro für diesen Klebefilm-Abroller. Und jetzt hast du, also wenn ich Geschenke verpacke, dann hole ich mir immer meine Kleberolle und mache immer so ein paar Streifen an den Tisch. Kennst du das? Und wenn ich das nämlich nicht mache, dann suche ich immer eine halbe Stunde verzweifelt den Anfang von der Kleberolle. Ja? Und dann kann es aber sein, dass diese Kleberolle, die ich auf den Tisch geklebt habe, mit dem Tisch zu arg verklebt ist. Dann habe ich das nächste Problem. Also ich brich mir fast die Hände. Ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt, weil ich halt ein bisschen ein Dattel bin, wenn es ums Verpacken geht. Aber hiermit, das ist ja wie die Profi-Paketbänder. Ja? Drüberziehen, witsch und abgeschnitten und es ist dran. Es sieht auch genauso aus wie dieser Paketkleberoller, die man so hat. Das ist genau dieses Design von diesem Paketklebeabroller, den man so kennt. Schauen Sie mal, nur in klein jetzt für Tesafilm. Ist das witzig? Das ist doch richtig cool, oder? Der kommt hier in die ganz handelsübliche Tesarolle quasi rein und dann hat man das hier, aber in diesem Design von einem Paketklebebandabroller. Sogar einen Abschneider haben wir. Das heißt, also du änderst nur den Winkel vom Abroller und schneidest damit sofort das Klebeband ab, genau auf die Länge, wie du willst, nachziehen. Wir kennen das alle von den großen Paketbändern. Aber als jetzt für die kleinen Klebebänder, ja, also für, um eben ja, handelsübliche Geschenke richtig oder cool, ähnliches zu verpacken, das ist richtig cool. Das legst du in die Bastelschublade und wenn du da mal wieder so einen Klebefilm brauchst, dann holst du die raus und ziehst einfach einmal drüber, witch und abschneiden. So einfach kann das sein, jetzt für 2 Euro. Das ist ja, da kann man es wirklich sagen, das ist kein Geld, ein Zweier hinlegen, ja, und dann hast du so eine Hilfe. Also ich finde, das sollte eigentlich in keinem Haushalt fehlen. So sieht es aus, da passt die handelsübliche Kleberolle drauf, einfach einfädeln und so, wie es Kathi jetzt hat und dann ja, in die Länge. Hier, schau mal, das ist auch noch eine Rolle. Also das ist wirklich wie beim, da rollst du drüber, dann wird es auch noch gleich platt gedrückt, also festgedrückt. Das brauchst du später auch nicht mehr nachmachen. Ja, das geht dann hier drüber, genau. Das wird richtig so festgedrückt, wie beim richtigen Klebeabroller das Ganze. Und dann hat man hier oben auch noch diese kleine Schiene. Also genau wie beim richtigen Klebebandabroller, wie beim Profi-Klebebandabroller. Genau so ist das ja gemacht vom Design her, nur in klein. Wie süß ist das denn? Und jetzt für 2 Euro. Sie dürfen bis zu 5-mal bestellen, deshalb nutzen Sie das aus, bestellen Sie da vielleicht für Freunde, für Bekannte mit, die werden das richtig cool finden. Oder wenn man viel mit Kindern bastelt, ja, den Kindern eben, dann bestelle ich auch mehr. Dürfte ja überhaupt kein Problem sein. Mach's hier drauf, weiß auf weiß, naja, man sieht es nicht gut, aber man sieht natürlich die Art und Weise. Aber vor allem, was ich wichtig finde, du musst nicht immer den Anfang der Kleberolle suchen. Oh, guck mal hier, wie gut das geht. Ja, und jetzt musst du dann nur den Winkel verändern. Schauen Sie mal, man kann hier richtig toll drauf fahren. Wahnsinn. Weil du, wie du gesagt hast, durch die Rolle hier im hinteren Teil wird es direkt nämlich auch platt gedrückt. Da kannst du richtig weit verkleben. Und dann kannst du hier natürlich dann dementsprechend den hinteren Teil abrollen und dann das dazu machen. Weg. Wahnsinn, Wahnsinn. Für 2 Euro das Ganze mit der Bestellnummer der NC5166 und der 569 kommt dieser Kleberoller für eben diese kleine Kleberollen zu Ihnen. Du hast vorhin Tesa gesagt, ich glaube, die heißen auch anders. Tesa ist, glaube ich, ein Hersteller, oder? Aber egal, Sie wissen, was wir meinen, die kleinen Kleberollen. Eine richtig klasse Sache und Weihnachten ist gar nicht mehr so weit, wie man denkt. Und da wird wieder im Abfall wieder verpackt. So, und jetzt holen wir hier das nächste Produkt. Dankeschön. Dankeschön. Schauen wir mal. Oh, was haben wir da? Was haben das wir ist wieder wunderschön. Ich finde diese Uhr der Hammer. Das ist für mich optisch ein absoluter Leckerbissen. Schauen wir mal. Oh, ist sie schön? Ist die wunderschön, diese Uhr. Eine unglaublich tolle Krell.
Armbanduhr, liebe Zuschauer. Eine Metallarmbanduhr. Die ist hier mit dem Metall, ein Vollmetallgehäuse. Ganz robust, richtig schwer. Dann dieses schicke Silikonarmband. Schauen Sie sich mal dieses tolle Ziffernblatt an. Das ist hier dieser Chronographen-Look. Dann ist es in diesem 3D-Print-Verfahren so richtig toll gemacht, sodass das so richtig toll optisch erhaben aussieht. Ne? Was ich auch außergewöhnlich an diesem Design finde, ist natürlich die Ziffern 8 und 4. Normalerweise hast du 3, 6, 9, 12. Ja? Mhm. Aber hier hast du eben ausnahmsweise mal 8 und 4 beschriftet. Ich finde, das ist ein tolles Design. Die Farbe Gelb-Schwarz finde ich sowieso schön. Und das Gelb setzt sich ja fort in der Ziernaht. Oh, und ich höre gerade, wir haben die Nachricht bekommen, hier dürfen wir ausnahmsweise, solange es noch welche gibt, so viele bestellen, wie Sie möchten. Also, wenn Sie sagen, okay, ich habe hier einen ganzen Club, wir wollen alle diese Uhren, dann bestellen Sie 10 oder 20, solange der Vorrat reicht natürlich. Aber eine Uhr für 5 Euro, da muss man einfach zuschlagen, weil viele wissen es, normalerweise kostet der Batteriewechsel an der Uhr schon mehr als 5 Euro. Ja, deshalb zugreifen. Die ist fantastisch, richtig schick. Du sagst es, Uhren sind normalerweise ja so teuer. Und hier habe ich so eine tolle Armbanduhr. Gerade hier mit diesem tollen Silikonarmband. Die ist ja so schön. Das ist robust, das ist gleichzeitig schmeichelzart. Und das ist jetzt hier keine Plastikarmbanduhr. Man würde denken, für 5 Euro, oh Gott, da bekomme ich eine Plastikarmbanduhr. Nein, die ist richtig schön schwer. Die ist robust. Das ist ein Vollmetallgehäuse, das Sie hier bekommen. Das ist auch für Allergiker hier bestens geeignet. Sie sehen hier die Rückseite. Wunderschön das Ganze in diesem Schwarz. Sie kann man zu allem gut tragen. Gerade im Freizeitbereich natürlich auch. Spritzwasser geschützt übrigens. Bis 3 ATM auch noch. Hochwertig verarbeitet das Ganze. Also wirklich toll gemacht. Ja, und eine Grell ist es. Da steht oben deutlich drauf. Ja, Normalpreis, unverbindliche Preisempfehlung. 22,90 Euro. Nicht bei uns in der 5 Euro Überraschungsshow. Da gibt es eben so eine tolle Uhr. Wirklich toll designte Uhr. Für gerade mal 5 Euro. Nochmal, also das Design ist außergewöhnlich. Wir haben ein Vollmetallgehäuse, wir haben Silikonarmband mit diesen wunderschönen gelben Ziernähten, wir haben hier Spritzwasser geschützt, wir haben nachleuchtende Zeiger, das heißt also auch bei Dunkelheit kann ich mal das ablesen und das alles jetzt für 5 Euro. Also da muss man sagen, überhaupt nicht überlegen. Die einzige Frage kann jetzt noch sein, wie viele bestelle ich? Das ist doch ein super Geschenk. Das kann man doch auch in die Schublade legen, als kleines Geschenk für Freunde, für Bekannte, als kleines Dankeschön vielleicht mal für den Nachbarn, der vielleicht geholfen hat irgendwie. Und er wird sagen, oh, schau mal. Also das wäre doch nicht nötig gewesen, jetzt gleich eine Uhr für mich. Aber der muss ja nicht wissen, dass Sie die jetzt hier für 5 Euro bei uns bekommen haben. Ne? Das ist doch so toll. Oder auch für die Kinder, für die Enkelkinder. Die lieben doch solche Uhren, ja, so was Schickes. Und da ist man dann auch nicht böse, wenn die mal kaputt geht. Ja? Wenn die jetzt so eine teure Uhr für irgendwie 80, 100 Euro am Handgelenk haben. Wenn die dann mal kaputt geht, da ärgert man sich. Jetzt überleg mal nur, wie viele Leute Gartenarbeit machen. Und wenn du bei der Gartenarbeit mal irgendwo anstößt, ist halt die Uhr kaputt. Und da hast du recht, dann lasse ich die teure, die lasse ich einfach in der Wohnung und ziehe jetzt eben eine günstige an. Billig sage ich jetzt extra nicht, weil die ist alles andere als billig. Die ist einfach nur günstig jetzt bei uns in der 5 Euro Überraschungsshow. Und da haben wir es gesehen, natürlich noch ein Qualitätsuhrwerk, Quarzuhrwerk drin. Das heißt, hohe Ganggenauigkeit haben wir auch noch. Gehäuseboden aus Edelstahl. Also hier bleiben keine Wünsche mehr übrig. Jetzt überlegen Sie, hier ausnahmsweise dürfen Sie so viel bestellen, wie Sie wollen, solange der Vorrat reicht. Extra nochmal betont. Und das ist eine absolute Ausnahme. Sie wissen normalerweise die goldene Regel, 5 maximal pro Besteller. Ja, deshalb gleich in die Leitung gehen. Ne? Zugreifen 0180 51 51 dreimal die 2 in diesem tollen schwarz-gelben Design. Die sieht ja so schick aus. Ne? Dieses schwarz-gelb, wow. Ja, also das ist eine Farbe, die gefällt mir auch. Sieht auch richtig sportlich aus. Frisch und sportlich. Also auch für junge Leute ist das eine hervorragende Uhr. Also ich denke auch für jede, wirklich für jede Altersklasse geeignet. Finde ich auch. Ganz, ganz schick. Hier jetzt zugreifen. Sie können noch mal in die Leitung gehen. Auch online bestellen, falls die Leitungen belegt sein sollten, unter www.pearl.tv. Und Diana bringt uns da schon das nächste Päckchen. Dank dir.
Oh, was haben wir denn da? Das scheint richtig groß zu sein. Das sieht toll aus. Das ist ein Stahlschlüsselschrank für 20 Schlüssel mit 2 Sicherheitsschlüsseln. Also, das ist ein Schrank, mit dem ich ganz, ganz gesichert meine verschiedenen Schlüssel aufbewahren kann. Also verwahren Sie wichtige Schlüssel extra sicher. Ihr Stahlschlüsselschrank ist der robuste Tresor für 20 Schlüssel rund um Haus und Hof, Betrieb, Werkstatt oder Gelände. Und das Ganze auch noch mit Beschriftung. Und zwar einmal haben wir gesehen drin, ja, der sieht mal richtig robust aus. Oder? Guck mal, den kannst du verschließen. Guck mal, hinten auch Bohrlöcher drin, dass du schön an der Wand stabil festschrauben kannst. Und das geht natürlich nur bei geöffnetem natürlich. Aber guck mal, hier auch die Zahlen sind dabei. Die sehen wir da drüben an Klebestreifen. Und dann auch diese Aufhänger hier. Also wirklich toll gemacht. Und so kannst du das eben wunderbar zuordnen. Wir haben hier einen Kundenbeitrag von Nils aus Rosshaupten. Wir benutzen die Schlüsselkasten, um was? Dartpfeile einzusperren. Jeder Spieler einen eigenen Kasten und dafür sind sie super. Ja, also das geht natürlich auch. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Im Normalfall natürlich für Schlüssel. Und zwar hier mit den 20 Häken keine Sucherei. Es gibt ja auch Schlüssel, die du eigentlich gar nicht ununterbrochen mit dir rumfahren führen müsstest, weil sonst dein Schlüsselbund zu dick wird. Also Kellerschlüssel zum Beispiel. Den kannst du ja ruhig irgendwo einschließen. Fahrradkeller gibt es dann noch. Dann vielleicht irgendeinen Gartenschuppen. Musst du ja nicht ständig bei dir tragen. Also hier reingehängt und dann hast du, ja, wenn du hier maximal 20 hast, hast du dann nur noch einen und guck mal, die hier sind mit dabei. Und das ist auch eine Sicherheitsfrage, ne? Also vielleicht hast du ja auch von deinen Kindern noch einen Haustürschlüssel, vielleicht hast du ja auch von der Nachbarin noch mal einen Haustürschlüssel bekommen und so weiter. Da hast du ja wirklich viele Schlüssel, ne? Und die möchtest du ja dann auch nicht irgendwo rumliegen lassen. Das ist ja wirklich eine Sicherheitsfrage und dann lieber gut dann hier einhängen und dann auch absperren, weil wenn die mal wegkommen, ne, das ist ja dann auch eine Rennerei. Überleg mal, wie viele Schlösser dann ausgewechselt werden müssen, wenn einmal dein Schlüsselbund wegkommt. Ne? Und ich denke auch, gerade wenn du Kinder zu Hause hast, zum Beispiel Medikamentenschrank, der sollte ja abgeschlossen sein dann, dass die Kinder nicht reinkommen und da kannst du den Schlüssel auch hier reinmachen. Also ich denke, Ihnen werden hier auch genügend Schlüssel einfallen, die man hier reinmachen kann oder Sie machen es wie der Nils und sind da ein und jeder schließt seine Dartpfeile hier mit ein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich denke, die Hauptanwendung wird sein, eben sicher die Schlüssel, egal welcher Art, hier zu verstauen. Ich habe sowas übrigens mal gesehen in einem Autohaus. Da gibt es das auch, ja, weil die ja ihre ganzen Autoschlüssel irgendwo unterbringen müssen. Die haben dann auch einen extra so Stahlsafe für die ganzen Autoschlüssel. Ich kenne das auch. Ich habe ja in Dänemark gelebt, habe in einer Ferienhausvermietung gearbeitet und da hatten wir ganz viele von diesen Stahlschlüsselschränken, weil wir die ganzen Schlüssel für die Ferienhäuser hatten. Und die waren in diesen Stahlschlüsselschränken eingeschlossen, damit da natürlich keiner rankommt und dass sie immer gut verschlossen sind. Und jetzt sehen wir hier unverbindliche Preisempfehlung, 25 Euro. Pearl macht es an sich schon sehr günstig im Katalog. Jetzt aktuell, in diesem Moment, 9,90 Euro. Aber wir können eben noch mal günstiger. Sie sehen es hier. Aber das gilt nur jetzt und maximal bis 2 Stunden nach der Sendung können wir diesen Stahlsafe, also Schlüsselschrank hier für 5 Euro Ihnen anbieten. Ja, deshalb zugreifen, also wenn auch Sie Schlüssel haben, die da vielleicht zu Hause einfach irgendwo rumliegen, das soll nicht sein, das soll man auch nicht machen. Das ist ein Sicherheitsrisiko, wenn die einmal wegkommen. Deshalb lieber ordentlich in einem Schlüsselschrank aufbewahren, auch wenn Sie zu Hause schon mal Schlüssel gesucht haben, ja? Wenn es da schon mal losging, wo sind die Schlüssel, oh, wo ist der denn jetzt und so weiter. Lieber einmal einen tollen Schlüsselschrank sich organisieren, da immer die Schlüssel ordentlich reinhängen, da weiß man auch immer gleich, wo dann der Schlüssel ist, bevor da die Rennerei wieder losgeht. Die Bestellnummer ist die NX8615 und die 569 und hier ausnahmsweise kommt dieser Schlüsselschrank für 5 Euro zu Ihnen. Wie immer vorausgesetzt, Sie sind schnell genug und schnell gingen jetzt wieder diese 30 Minuten zu Ende, weil das war sie schon wieder, unsere 5 Euro Überraschungsshow mit 6 tollen Produkten. Denken Sie dran, die gibt es jeden Tag um 17 und um 19 Uhr mit jeweils neuen Produkten und jetzt bleiben Sie dran, es geht hier richtig spannend weiter.